Ich beschäftige mich mit meiner Arbeit eigentlich im Wesentlichen mit Popkultur. Der urbane Raum, das ist einer meiner großen Interessen in der Kunst. Ich habe mit Spiegeln angefangen, weil ich nach dem Studium gelangweilt war von der Malerei auf Leinwand. Du hast in einer Clubtoilette hast du Spiegel und Fliesen und beides wird bemalt. Und daher kommt die simple und banale Idee. Ich liebe Los Angeles. Was ich gemacht habe in L.A., ich bin die ersten 1,5 Monate nur mit dem Fahrrad rumgefahren. Und auch das Fahrrad, das war auch wichtig, mich wie so ein Vogel frei zu bewegen und einfach auch den Kopf dann leer zu machen. Das Fahrrad benutze ich ja sowieso tagtäglich als Strategie, um den Kopf frei zu machen. Aber da in L.A. ganz besonders. Die Los Angeles-Arbeit zum Beispiel, das waren ebenfalls Fundstücke, die ich in der Stadt gefunden habe. Universe of Love, Punkt 1. Zweitens Mellow. Naja, das ist eine Schallplatte, die ich dort gehört habe. Mir ist wichtig, Zitate zu benutzen, Fundstücke und die in einen neuen Kontext zu setzen. Ich habe bei Katharina Krosse studiert. Es war schon sehr toll, bei Katharina zu studieren. Und ich habe auch viel gelernt von ihr. Nicht immer den gleichen Weg denken, auch nach links und rechts schauen, auch mal experimentieren. Ich bin ungern ins Museum, muss ich gestehen, gegangen. Ich fand das immer recht öde, klassische Malerei. Und dann ist alles noch in Brauntönen. Ich habe dann lieber mir Graffiti auf der Straße angeschaut. Und deswegen benutze ich auch Buchstaben und mache meine eigene Form quasi von Graffiti. Besonders interessant finde ich, dass wenn ein Bild entsteht und mehrere unabhängige Schaffende ein Bild produzieren, das bedeutet, wie in einer öffentlichen Toilette. Eine Graffiti-Wand. Das ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Motivationen, diese Toilettenwand zu beschmieren. Wenn viele Schaffende ein einziges Bild malen, diese Gesamtkomposition, die finde ich toll. Und diese vielen Schaffenden, die versuche ich dann auch immer selber zu sein. Es gibt auch Spiegel in der Psychologie und in der Mythologie. Wer ist man selbst? Man sieht sich selbst in diesem Spiegel. Welche Maske hat man gerade auf, sobald man aus der Tür rausgeht? Man sollte diese Sekunde finden, um darüber nachzudenken. Es ist in diesem Sinne eine sehr meditative Arbeit. Ich schneide die Buchstaben auch immer alle selber aus. Und ja, dann verfalle ich in eine Meditation und denke auch über mich selbst nach. Ne?